So, hallo, heute geht es wieder weiter mit unserer Interviewreihe und ihr habt euch ja auch Themen rund um Bewerbung gewünscht und heute haben wir den Adonit als Gast. Die meisten kennen ihn ja schon und zwar, er hat einen Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt absolviert und heute erzählt er uns etwas über seine Erfahrungen und Eindrücke. Genau, Genau. vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz so ein bisschen selbst vorstellen. Jawohl, also ich bin der Adonit Suleimani und wie schon angesprochen, ich absolviere derzeit einen Bundesfreiwilligendienst im Bereich Integrationshilfe im Rathaus in Östringen. Ja, genau. Okay, wie bist du denn eigentlich zum Bundesfreiwilligendienst gekommen? Das ist so, ich hatte mich im Rathaus, hatte ich mal angefragt, ob sie denn eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst ausschreiben. Daraufhin hieß es, dass das Rathaus bald eine Stelle als BUFDI im Bereich Integrationshilfe anbietet. Und dann habe ich halt darauf gewartet, bis die Stelle ausgeschrieben wird und habe mich am Ende dann dafür beworben. Okay. Und was Ja. waren deine Beweggründe für diese Entscheidung? Also der Hauptbeweggrund war, ich habe den Bundesfreiwilligendienst gebraucht, um den praktischen Teil der Fachhochschulreife zu erlangen und wollte diesen Dienst allerdings nicht an einer beliebigen Stelle antreten, sondern auch wirklich Menschen helfen, die auf diese Hilfe halt angewiesen sind. Und ich konnte mir von Anfang an, kann mir auch jetzt noch keine sinnvollere Stelle als BUFDI vorstellen, als jetzt das, was ich jetzt gerade mache mit Flüchtlingen, Integrationshilfe. Okay, Genau. schön. Ja, vielleicht kannst du da gerade mal ein bisschen genauer auf deine Aufgaben so eingehen. Natürlich. Also ich erstelle und pflege Putzpläne für die Flüchtlingsunterkünfte in Östringen. Wir kümmern uns, also wir heißt der Hausmeister und ich, wir kümmern uns zusammen um die Ein- und Auszüge in der Flüchtlingsunterkunft. Also eher darum, dass die Flüchtlinge ein Bett, einen Schrank, einen Kühlschrank zur Verfügung gestellt bekommen. Dann führe ich mit dem Hausmeister zusammen Kontrollgänge durch alle Anschlussunterbringungen, die die Stadt Östringen hat. Das heißt in Tiefenbach, Eichelberg, Östringen. Helfe den Flüchtlingen bei Bewerbungen, Lebensläufe, was für ein Anliegen sie haben. Ich darf die anstehenden Veranstaltungen mitorganisieren, planen und auch leiten zum Teil. Zum Beispiel das Repair-Café. Das Kochprojekt, das wir zusammen im Jugendzentrum haben, da kochen wir zusammen mit den Jugendlichen und die nötigen Lebensmittel besorge ich dann. Und ja, das sind so die Hauptaufgaben. Ich habe halt durch unsere Flüchtlinge auch sehr viel mit unterschiedlichen Bereichen im Rathaus zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit dem Ordnungsamt, mit dem Bürgerbüro, mit der Liegenschaftsverwaltung. Und ja, das schätze ich sehr, weil das Arbeitsklima im Rathaus zwischen den Kollegen sehr, sehr gut ist und man sich gegenseitig unterstützt. Und wie sieht so Genau, ein das sind so ganz, meine Aufgaben. okay. Und wie sieht so ein gewöhnlicher Arbeitsalltag dann also bei dir aus? Gut, ich nehme mal den Montag. Da bin ich um 7:30 Uhr im Büro. Und nach dem Wochenende haben sich dann die ein oder anderen Mails oder Anrufe gesammelt, die man dann langsam abarbeitet. Das geht dann so 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und gegen 9:30 Uhr treffe ich mich dann meist, also montags immer. Um 9:30 Uhr treffe ich mich dann mit dem Hausmeister und wir machen dann eben die angesprochenen Rundgänge durch alle Anschlussunterbringungen. Das heißt, wir fragen unsere Flüchtlinge, ob sie irgendein Anliegen haben und kontrollieren Strom- und Wasserversorgung. Und damit sind wir dann ungefähr 2, 2,5 Stunden beschäftigt. Dann komme ich da zurück. Um 12 mache ich dann meine Mittagspause, das passt dann genau. Und ja, ich mache dann etwa eine halbe Stunde Mittagspause, komme zurück, bespreche mich dann mit meiner Chefin, die ebenfalls mit mir im Büro sitzt, wie bei ihr der Tag bisher verlief und ob es Neuigkeiten gibt, ob sich irgendjemand gemeldet hat. Ja, das ist so ein alltäglicher Ablauf. Aber durch die Corona-Zeit jetzt bin ich etwas eingegrenzt, dass die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden und ich halt nicht so viel organisieren kann jetzt in letzter Zeit. Allerdings beschäftigt bin ich immer. Also wenn im Büro mal gerade nichts los ist, dann nicht so viel los ist, dann unterstütze ich meist den Hausmeister, ja. Genau. Also es ist ganz abwechslungsreich Das ist sehr sozusagen. abwechslungsreich, ja. Was kannst du irgendwie was nennen, was dir so am meisten Spaß gemacht hat und was vielleicht nicht so ganz toll war, was du dir vielleicht anders Ja. vorgestellt hättest? Ja, also wie gesagt, sehr viel macht mir Spaß, gerade dass ich so viele Einblicke in den verschiedenen Bereichen auch im Rathaus bekomme.
Ich bin gern mit dem Hausmeister unterwegs, aber das Organisieren macht mir auch großen Spaß, gerade vor den großen Veranstaltungen. Und das Schönste allerdings, finde ich, ist, dass die Flüchtlinge, wenn sie mal Hilfe brauchen und die Hilfe auch bekommen, dass sie gerade diese Hilfe auch wertschätzen. Das ist wie so ein Geben und Nehmen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, ja. Und Negatives fällt mir nicht wirklich viel ein. Wie sieht so eine Wertschätzung zum Beispiel aus? Also eine Wertschätzung, ich sehe das so, dass wenn wir den Flüchtlingen, wir kommen, die Flüchtlinge, die kommen uns entgegen, wir kommen denen entgegen. Aber wenn sie jetzt mal Hilfe brauchen, wenn die Flüchtlinge mal Hilfe brauchen, du hilfst denen bei einer Bewerbung und die haben den Job zum Beispiel bekommen. Jetzt suchst du eine Wohnung für sie, jetzt haben sie eine Wohnung gekriegt, dann pflegen sie diese Wohnung auch. Weil wenn sie ein bisschen Freiraum bekommen, dann stellen sie sich auch gut an und geben ein gutes Bild ab. Auch, das ist auch gut für die Stadt. Weil wenn sie jetzt eine Privatwohnung ziehen und die Leute jetzt nicht wissen, worauf sie sich einlassen, die geben dann ein gutes Bild von der Stadt wieder. Mhm. Sowas zum Beispiel. Das finde ich, ist eine Wertschätzung von den Flüchtlingen. Ja, sehr schön. Ja. Nimmst du auch Erfahrungen für dein späteres Leben mit? Ja klar, also wie gesagt, ich habe ziemlich viel Einblicke in verschiedenen Bereichen gehabt. Ich denke, ich nehme von allem ein bisschen etwas mit. Aber auch, dass man nicht immer nur auf sich allein gestellt ist, sondern auch mit anderen mal Rücksprache halten kann und beziehungsweise sich mal absprechen kann, die Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du noch so zum Bundesfreiwilligendienst, also die Abkürzung BUFDI, was sagen. Wer kann alles BUFDI werden? Sind da Voraussetzungen vorhanden? Ja, also im Bundesfreiwilligendienst kann sich jeder engagieren, der die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat. Und das kann man dann je nach Bundesland mit 16, manchmal auch schon mit 15 Jahren absolvieren. Männer und Frauen, da gibt es keine Einschränkungen. Kann jeder machen. Mhm. Und wo kann man das überall machen? Also einen Bundesfreiwilligendienst kann man eigentlich so gut wie überall machen. Den kann man im sozialen, im ökologischen, im kulturellen Bereich, im Bereich des Sports oder der Integration, so wie ich es gerade mache, so wie im Zivil- und Katastrophenschutz absolvieren. Das heißt in Schulen, zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Feuerwehr, Integrationshilfe, was ich gerade mache. Ja, das sind so die Bereiche, die am meisten vorkommen. Genau. Genau. Hat es deine Entscheidung für deine spätere Berufswahl beeinflusst jetzt irgendwie dieses eine Jahr? Also ich sag mal so viel, ich mache ja gerade die Integrationshilfe und ich bin sehr viel mit Flüchtlingen beschäftigt, habe aber auch zum Beispiel das Kochprojekt hier mit dem Jugendzentrum zusammen, wo ich mit den Jugendlichen zusammenarbeite. Und gerade die Sozialarbeit, die ist auf jeden Fall zu 100% eine Option für mich. Ich arbeite gern mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Flüchtlingen zusammen. Eigentlich allgemein mit allen, die Hilfe brauchen. Aber ich bevorzuge auch die Büroarbeit etwas mehr. Und das Organisatorische, weil gerade das macht mir Spaß, Sachen organisieren, planen. Und vor allem kann man da in vielen weiteren Arbeitsbereichen die Bürger unterstützen. Die Allgemeinheit. Mhm. Also so einen konkreten Studiengang oder Berufswunsch hast du jetzt noch nicht? Jetzt noch nicht, nein. Da bin ich noch auf der Suche. Genau. Aber ist auf jeden Fall eine Option für mich, gerade die Sozialarbeit. Wie gesagt, ich arbeite sehr gern mit Jugendlichen zusammen. Ich arbeite sehr gern mit Kindern zusammen und mit Flüchtlingen. Macht mir genauso Spaß und das ist auf jeden Fall eine Option für mich. Mhm. Ja. Ja. Schön, dann bedanke ich mich auf jeden Nachfolger. Fall. Ich hab noch ein bisschen was anzumerken. Also an meinen Nachfolger oder Nachfolgerin gebe ich auf jeden Fall mit. Sei du selbst. Dich erwartet eine tolle Zeit mit sehr kompetenten und aufgeschlossenen Kollegen und Teamfähigkeit, aber auch sehr viel Einzelarbeit wird dich erwarten. Mhm. Das wollte ich gerade meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin noch mitgeben. Sehr schön. Genau, also ja. Wenn ihr das Gleiche machen wollt wie der Adonit, dann könnt ihr euch auch an mich direkt wenden. Ich vermittle euch dann weiter. Mhm. Und genau, also meistens sind die Stellen auch immer ausgeschrieben.
Oder ihr fragt mal in euren Schulen nach. Es gibt auch ein ökologisches Jahr, das kann man auch machen. Oder ein FSJ und dann eben den Bundesfreiwilligendienst. Genau. Wer noch Fragen an mich hat, der kann sich an Julia wenden und sie kann mir gerne eine Mail schreiben. Ist kein Problem. Ich bin für jede Frage offen. Könnt ihr immer auf mich zukommen. Ah, was noch vielleicht viele interessieren würde, verdient man denn was? Was man verdient, ja, natürlich. Also ich verdiene jetzt, im Monat kriege ich 400 Euro von der Stadt. Das ist nicht wirklich viel, aber ja, auf jeden Fall etwas. 400 Euro verdiene ich. Okay, gut. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt einfach zu mir oder schreibt mir auf Instagram, E-Mail oder anrufen. Genau, und ich kann euch dann auch nochmal an den Adonit die Fragen weiterleiten. Genau. Gut, super, dann vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für ein Interview. Und dann wünsche ich dir sozusagen für die Zukunft, für die berufliche Zukunft auch vor allem alles, alles Gute. Vielen Dank. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn du soziale Arbeit studieren würdest. Super, danke schön. Gut, dann mach's gut. Ne? Tschüss. Mach's gut. Ciao.